National-religiös motivierte Terrorismus, wobei über das religiös motiviert, da mache ich nochmal ein Fragezeichen, da kommen wir später nochmal dazu. Das stellt uns aktuell auch in Deutschland vor sehr, sehr große Herausforderungen. Weltweit gibt es jedes Jahr eine Vielzahl von Todesopfern, darunter auch Deutsche, aber im Übrigen die meisten der Todesopfer des Terrorismus sind Muslime, das muss man gleich mal vorweg sagen. Anschläge werden auf der ganzen Welt verübt, auch in Europa. Zuletzt, das wissen Sie, in Paris und in Kopenhagen. Und ich werde ja mal gefragt, wie ist die Einschätzung der Lage in Deutschland? Und ich sage darauf immer, wir haben eine sehr ernstzunehmende Bedrohungslage. Wir haben eine Terrorgefahr auch in Deutschland. Und dennoch, so viel vorweg, wir dürfen uns jetzt auch nicht irgendwie einer Angst hingeben, sondern wir müssen eben Mittel und Wege finden, wie wir mit dieser Situation umgehen, wie wir Anschläge verhindern, wie wir aber auch vielleicht gegensteuern. Also, dass wir Menschen überzeugen, sich nicht solchen radikalisierten Milieus zuzuwenden. Ich starte vielleicht mal mit dem aktuellen Fallbeispiel, das Sie, denke ich, auch alle kennen, weil es ja erst ein paar Wochen alt ist. Ende April hat die hessische Polizei Anschlagsplanungen aufgedeckt, möglicherweise kurz bevor der Täter sein Vorhaben, Menschen mit Sprengsätzen und oder mit Schusswaffen zu töten, hat umsetzen können. Das Personenpotenzial, mit dem wir es zu tun haben im islamistischen Terrorismus, ist immer noch zunehmend. Zweitens sehen wir einen Trend in der Frage, was sind die Anschlagsrisiken, nämlich hin zu eher einfacheren. Drittens bereitet uns Sorge die zunehmende und sehr professionelle Nutzung des Internets. Und viertens erkennen wir auch Ansätze von Cyberterrorismus mittlerweile, dazu gleich mehr. Was wir vorweg gesagt insgesamt für eine Situation haben, ist mittlerweile eine, wenn man so will, schon Konkurrenz zwischen terroristischen Gruppierungen, Al-Qaida und IS. Beide sind prinzipiell in der Lage, Ziele in Deutschland und deutsche Interessen im Ausland in den Fokus zu nehmen. Und wir sehen anhaltende Aufrufe terroristischer Gruppierungen zum Dschihad in Deutschland, vor allem auch durch ausgereiste Deutsche, die dafür genutzt werden. Und unsere Lageeinschätzung ist insgesamt so, dass auch durch die militärischen Auseinandersetzungen dort und die Hoffnung vielleicht darauf, dass man dem IS auch Einhalt gebietet, die Bedrohungslage in Europa und damit in Deutschland nicht abnimmt, sondern möglicherweise auch eher noch zunimmt, weil sich dann der Fokus eher auf andere Dinge auch richtet, nämlich auf Anschläge auch im europäischen Raum. Das erkennen wir auch an der geänderten Propaganda, die jetzt nicht mehr nur so läuft, kommt her und beteiligt euch am Dschihad, sondern begeht auch Taten dort, wo ihr seid. Wir haben in Deutschland, wenn man jetzt das jüngste Ereignis, was ich Ihnen gerade noch mal vorgestellt habe, mitnimmt, 12 gescheiterte Anschlagsversuche in diesem Jahrtausend und einen erfolgreichen Anschlag in Frankfurt, Sie erinnern sich vielleicht, 2011, mit der Erschießung von zwei amerikanischen Soldaten. Bei den 12 misslungenen, verhinderten Anschlägen war zum Teil auch Glück dabei, das muss man so sehen. Wir erinnern uns an die Kofferbomben im Hauptbahnhof, die nicht ausgelöst haben. Und zum überwiegenden Teil waren es aber auch wirklich Erfolge des Sicherheitssystems. Wie das funktioniert, sage ich Ihnen später. Insgesamt gehen wir momentan von etwa 1000 Personen aus in Deutschland, die dem islamistisch-terroristischen Szene zugerechnet werden können. Wir haben eingestuft gut 300 Personen als sogenannte Gefährder. Das heißt, dass wir ihnen zutrauen, dass sie sich zu Taten hinreißen lassen, zu Taten geneigt sind, Anschläge begehen oder sich daran beteiligen. Wir haben eine etwa gleich große Anzahl von sogenannten relevanten Personen, die Unterstützer sind, Organisatoren sind, Finanziers sind oder in einer sonstigen Form in dieser Szene unterstützend tätig sind. Und wir führen mittlerweile deutlich über 500 Ermittlungsverfahren in Deutschland in diesem Bereich mit über 800 Beschuldigten. Die
aktuelle Herausforderung, zunehmendes Personenpotenzial, kann man vielleicht am deutlichsten erst einmal festmachen an der Frage der Ausreisen und Rückkehrer nach Syrien und Irak, der sogenannten Foreign Fighters. Ich habe Ihnen da mal die aktuellen Zahlen, die wir jetzt nicht täglich aktualisieren, sondern im Abstand von mehreren Wochen mal hier auf die Folie gebracht. 680 haben wir, die aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist sind. Da in Klammern mal darunter, da sieht man die Dynamik, die Zahlen von vor gut einem Jahr, da waren es 320. Nun sehen wir momentan, das muss man vielleicht dazu sagen, kein exponentielles Wachstum. Ja, also wir sehen ein leicht abgeflachtes, im letzten Jahr hatten wir wirklich einen Peak, wir sehen ein leicht abgeflachtes Wachstum nach wie vor, aber eher linear. Das heißt, die Zahlen sind weiter zunehmend und Sie haben mich vorhin zitiert, ich habe gesagt, wenn die Entwicklung so anhält, wie wir sie momentan beobachten, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir im nächsten Jahr irgendwann über 1000 dann dort reden. Und das heißt, wir brauchen auch wirklich dringend Gegensteuerungsmaßnahmen.